Der allererste Eindruck, den man von dir gewinnt, ist nun aber trotzdem der optische. Und es macht einen Unterschied, ob du 30 Kilo zu viel auf den Rippen hast und nach 5 Treppenstufen ein Sauerstoffzelt brauchst oder ob du körperliche Dynamik präsentierst. Ganz abgesehen davon, was andere von dir halten, hat Fitness, wie ich finde, auch etwas mit Selbstachtung zu tun. Und du, mein Freund, solltest Sport und Training unverrückbar in deinen Alltag packen. Verzichte auf Modediäten oder Wundermittel für Muskelaufbau und setze stattdessen auf die gute alte, harte und ehrliche Arbeit. Wenn du mich fragst, kommst du hier auch nicht um ein Fitnessstudio herum, weil du dort eben auf Leute triffst, die besser sind als du. Was für mich eine Voraussetzung für überdurchschnittlichen Erfolg ist.